Hieroglyphen scannen. Meine Lieblingsaufgabe. Diese Leitung ist möglicherweise mit irgendetwas an der Oberfläche verbunden, Pathfinder. Du meinst, sie könnte zum Sockel des Monolithen führen? Das sollten wir überprüfen. Da konnte ich gerade was erkennen. Kann aber auch. Na doch, da. Sag mal, kann ich, wenn ich jetzt den Dechiffrierungs... Nein, ich brauch's trotzdem. Wäre lustig gewesen, dann hätte ich jetzt... Oh mein Gott, wie groß ist das denn? Sehe ich jetzt erst. Wir sollten nach den fehlenden Glyphen suchen. Ja, ja, muss ich anscheinend um dann die Oberfläche dafür. Ich glaube, hier drin werde ich nicht fündig. Wahrscheinlich ist es sogar an dem einen, wo ich von oben dachte, oh, der sieht interessant aus. Eins. Wäre das Ding hier. Ja. Wow. Okay, die anderen sind... Das ist hier. Das ist da unten. Hä, ist nur eins hier oben, oder was? Das finde ich gerade sehr merkwürdig. Ach so. Da sind zwei, okay. Ja, eins scheint dann tatsächlich unten zu sein. Das da. Hätte ich vielleicht doch erstmal unten gucken sollen. Ja, hier. Auf der Rückseite. Ja. Okay. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Oh Gott. Da habe ich ja Lust drauf. Oh Mann. Wenn ich die mittleren zuerst mache, dann müsste es doch eigentlich einigermaßen auf die anderen übereinstimmen, oder? Aha. Aha. Beispielsweise das und hier das. Hier. Das. Hier. Das. Hier ist schon das erste Hindernis. Also bei den beiden muss es dann halt getauscht werden. Geht ja nicht anders. Doch, geht anders. Es muss so sein, weil hier das ist. Da kann nicht das sein.
Hat diese Symbolik hier irgendwie was zu tun, dass es hier so geschlängelt ist? Wahrscheinlich nicht. Okay, dadurch, dass es hier und hier ist, muss das in der Mitte sein. Also hier. Damit es nicht im selben ist. Dann ist das. Das hier. Und das ist das andere. Das hier, genau. Oh Gott, ist das eine Scheiße. Das muss hier sein, das geht nicht anders. Hä? Ah doch, ja genau, das Symbol fehlt. Und hier fehlt dieses Symbol. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind alle. Das sind alle. Das sind alle. Das sind alle. Das auch. Soll ich einfach auf OK klicken? Ich bin zu faul, das gerade zu überprüfen, ne? Ob jetzt alles passt. Okay. Ich war jetzt einfach zu faul. Tut mir leid. Aber es war ja richtig, also von daher war es egal. Ging er jetzt schneller und einfacher als gedacht. Ich hätte gedacht, ich hocke da jetzt ewig dran, weil ich ein Idiot bin. Stattdessen bin ich nur ein Idiot. Ist doch auch was, oder? Aber wir müssen wissen, wo man steht. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Was vom Eis runter. Oh, da hinten ist eine Kettbasis. Da will ich hin, weil, wie gesagt, ich brauche noch jede Menge Zeug. Angara-Leichen und Peilsender. Alles klar. Habt ihr gesehen, wie der gerade heftig gebackt hat? Seine Gliedmaßen wurden einfach nur langgezogen. Hallo, ist hier ein toter Angaraner? Vielleicht einer, zwei, drei, 15? Das ist super, ich habe keinen getroffen. Könntet ihr da bitte reingehen? Ach komm! Boah, hätte ich das jetzt nochmal machen müssen, ich schwör's euch. Wäre vorbei gewesen. Aufnahmepause. Dann wäre wirklich vorbei gewesen. I'm a genius. Wahrscheinlich ist das sowieso wieder nichts. Also auf dem Planeten kotzen diese Nebenquests gerade ein bisschen an. Dass die dann halt nicht markiert werden, ist dann halt auch irgendwie wieder inkonsequent. Mein Profil ist schon wieder nicht aktiviert. Und wahrscheinlich habe ich auch die falsche Fähigkeit drin. Nein, tatsächlich die nicht. Ich höre einen Wirbel.
Geht mal da rein. Oh, wow. Okay, ist tot. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Wieder nichts. Oh, ist hier vielleicht was? Komm bitte. Oh Mann. Ich registriere einen Temperaturabfall. Also ich registriere aktuell nur Questabfall. Also wenn ich die jetzt nicht in den, ich sag mal, vorbeifahrenden erwische, die Sachen, die ich brauche, dann sammle ich das offscreen zusammen und zeige nur die daraus resultierende... Ich habe nur kurz weggeguckt, was ist geschehen? Und zeige die daraus resultierende Quest. Weil das ist wirklich langweilig. Und dumm. Hauptsächlich dumm. Aber auch langweilig. Und dumm. Was ist denn das da drüben? Gehen wir gleich hin. Shuttle. Mit nicht mal irgendwas zum Looten. Das ist einfach sinnlos. Boom. Ja, das sieht aus wie von so einem Reliktgewölbe so ein Eingang. Es ist, glaube ich, genau jenes. Aber es ist noch nicht offen. Da hinten schauen, ob da noch was ist. Ja, abgestürztes Raumschiff. Da wird wieder nichts sein, aber ich tue es trotzdem. Was passiert eigentlich, wenn ich die mit vollem Karacho ramme? Nice. Einfach gar nichts. Platin. 4 hat sich gelohnt. Ultra Worth. Ultra Worth, Leute. Merkt ihr diesen Spot? Wenn ihr mal Platin braucht, kommt nicht hierher. Ist wieder so ein Wurzelchen. Haben mein Lager aufgeschlagen. Ausgezeichnet gemacht. Ich habe keine Muni mehr. Guck sich das mal einer an. Ist auch schon wieder nichts. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Oh, ich kot gleich in den Schnee, ehrlich. Ich kot in den Schnee, damit der nächste, der hierher kommt, wenigstens irgendwas findet. Pathfinder, ich empfange ungewöhnliche Werte von der nahegelegenen Reliktstätte. Sie sollten dem vielleicht auf den Grund gehen. Hey Mensch,
Haben Sie Todessehnsucht? Nicht, dass ich wüsste. Wer sind Sie? Mein Name ist Halga. Ich bin beim Widerstand und verstecke mich in einem Scharfschützennest, 2 Klicks von Ihnen entfernt. Danke für die Info. Ich bin mitten in einem Minenfeld der Kett. Haben Sie die Warnmarkierung nicht bemerkt? Offensichtlich nicht. Das würde die ungewöhnlichen Werte erklären, die ich empfangen habe. Die Quelle ist ein kodierter Sender. Ich kann kaum glauben, dass Sie noch keine Mine ausgelöst haben. Und ich habe auch keine Ahnung, wie Sie da wieder heil rauskommen. Ein Scan sollte Ihnen zeigen, wo die Minen vergraben sind. Wir bräuchten nur einen Schuss, um eine Mine detonieren zu lassen. Sie sollten sich aber besser beeilen. Die Kett patrouillieren ziemlich häufig in diesem Gebiet. Falls Sie es nicht schaffen, lasse ich die Basis wissen, wo Ihre Überreste zu finden sind. Dankeschön. Ach, ich bin ja leer geschossen, stimmt ja. Ah, ich habe eine Pistole, stimmt ja. Das Minenfeld räumen, um zu entkommen. Da ist noch eine. Ich habe eine Mine gefunden. Sie ist entschärft. Endgültig. Was auch immer Sie tun, laufen Sie nicht dorthin. Eine Mine erledigt. Hier sind noch mehr Minen. Eine Mine erledigt. Wie viele Minen gibt es denn hier? Da ist noch eine. Muss jetzt aber nicht alle finden, oder? Hier sind noch mehr Minen. Was auch immer Sie tun, laufen Sie nicht dorthin. Da ist noch eine. Eine Mine erledigt. Oder reicht's, wenn ich einfach rauskomme? Was auch immer Sie tun, laufen Sie nicht dorthin. Tut mir leid, Catmine. Heute ist nicht dein Tag. Ich habe eine Mine gefunden. Oh ja. Was auch immer Sie tun, laufen Sie nicht dorthin. Spannend. Gibt's auch nicht viel dazu zu sagen gerade, muss ich sagen. Noch eine Mine, die in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Piep, 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 piep. Was auch immer Sie tun, laufen Sie nicht dorthin. Once? Ich habe eine Mine gefunden. Was auch immer Sie tun, laufen Sie nicht Autsch, dorthin. Da war ich ein bisschen zu nah an der Mine. Ist gut, dass mein Lebenserhaltungssystem gerade immer mehr einen Geist aufgibt. Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Komm, das ist doch scheiße hier. Ich kann halt nichts machen. Eine Mine erledigt. Okay. Mine erledigt.
Das macht irgendwie Spaß. Ich kann einfach mit dem Nomad rumfahren. Die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Mine erledigt. Das macht irgendwie Spaß. Ernsthaft, ich kann einfach mit dem Nomad rumfahren. Währenddessen. Noch eine Mine, die in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Noch eine Mine, die in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Wie viele sind hier denn noch? Mine erledigt. Das macht irgendwie Spaß. Wahrscheinlich muss ich die gar nicht alle zerstören, sondern einfach nur weit genug wegfahren, dann hat sich das oder so. Eine Mine erledigt. Ich weiß doch auch nicht. Musste ich doch. Einen sicheren Weg aus diesem Nice. Gut, dass ich ein Idiot bin. Und danke, dass Sie die Nach wie vor. Zurückgelockt haben. Sie werden neue Minen legen wollen. Ich lasse Sie für jede einzelne büßen. Und falls ich Sie mal in der Basis sehe, stelle ich mich Ihnen vor. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Wieso klang das so hocherotisch? Erhaltung wiederhergestellt. Huhu. Darf ich fahren? Nein. Ich kann nicht fahren. Jetzt. Aua. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Echt? Wo denn, wo denn? Sag mal, das Vieh verfolgt uns tatsächlich, ne? Sehr hartnäckig. Bis jetzt da hinten steht. Aua! Blödes Viech. Bespuckt mich mit irgendwas. Mit hart gewordenem Kaugummi. So. Oh Gott. Dieses Springen im Spiel ist manchmal auch anstrengend. So, ich habe hier aber noch irgendwo ein Mineral. Where is it? Da hinten. Nein, das ist Iridium. Hier, irgendwo. Ah. Lithium hatten wir ja eigentlich auch schon. Ja, muss jetzt nicht sein. Sehe ich mich nicht. Muss jetzt gerade nicht sein. Es ist einfach ein neuer gespawnt. Oder es waren zwei von Anfang an. Au! Dude! Reliktstätte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Ich auch so. Ich hab halt für nichts mehr Munition. Das ist erstaunlich.
Ups. Falscher Knopf. Na gut. Ich sag jetzt gerade nicht so viel, weil es gibt gerade tatsächlich nicht so viel zu sagen. Ich hoffe, das ist jetzt mal weniger schlimm, wenn man dieses dumme Gelaber von mir gerade mal nicht ertragen muss. Ist das da an dem Berg eines ihrer Cat-Schiffe? Wenn wir den Angara irgendwie helfen können, diese Cat zu erledigen, werden wir es tun. Wir konnten bisher keine ihrer Verteidigungssysteme ausschalten. Wir haben es versucht. Dabei aber große Verluste erlitten. Ich weiß nicht, von wem sie gerade reden, aber ich habe hier keinen gesehen. Also kein Cat-Schiff, meine ich. Normalerweise sind an solchen Dingern doch auch immer Munition, ne? Könnte ich nämlich langsam ganz dringend gebrauchen. Gravitation aufgehoben in 3, 2. Aber diesmal tatsächlich nicht. Außer ich irre mich, ne? Dann ist es nicht nur diesmal. So. Und wo war jetzt irgendwas mit Catschiff? Und Angaranern zum Helfen? Laut unseren Chroniken gab es auch vor. Ach, da kann ich den Außenposten dann bauen. Okay. Da ist der dritte Monolith. Ach komm. Was soll's? Dann haben wir das erledigt. Wir müssen es ja sowieso machen. Ich finde diesen Planeten wunderschön. Ja. Diese Wolken sind echt was Besonderes. Welche Wolken? Boah, das ist ja cool. Das sehe ich jetzt erst. Diese Windböen oben auf den Bergen. Also schön ist auf jeden Fall, ja. Ich finde sowieso, Schnee ist sehr schön. Nicht dieser Matschepampe-Schnee, wenn der Schnee gerade auf dem Boden quasi angekommen ist und der erste Schnee liegt. Das ist sehr schön. Und nicht dieser Matschepampe-Schnee, der sofort, wenn man das erste Mal drüber gestiefelt ist. Der tote Angara hat ein Datengerät bei sich. Seine Familie wird vielleicht wissen wollen, was sich darauf befindet. Übersetzt, Maya Naes hat dem Widerstand Ehre erwiesen. Wir haben in mehr Schlachten Seite an Seite gekämpft, als noch in meinem Gedächtnis sind. Nie gerät der Mut oder die Entschlossenheit der Kameradin ins Wanken. Wer immer diese Nachricht findet, der soll wissen, dass Maya Naes bis zum Ende ein Champion des Widerstands war. Die Hälfte der Cat-Leichen an diesem Kampfplatz hat der Heldenmut meiner Freundin dem ewigen Vergessenen überantwortet. Eigentlich sollte meine Leiche hier liegen. Ich habe zugelassen, dass die Cat in meinen Rücken kam. Maya hat mich vor meinem Fehler geschützt und die Schläge eingesteckt, die für mich gedacht waren. Es bleibt keine Zeit, diese Opfer zu ehren. Die Cat, die unsere Leute in Dar Elast niedergemetzelt haben, sind auf der Flucht und wir können sie nicht entkommen lassen. Maya würde wollen, dass sie für ihre Taten bezahlen. Platin. Behälter. Schniedel. Komme ich da hoch? Nein. Ich sage nein. Ist das nicht schön, keine Maus mehr in der Mitte des Bildschirms zu haben? Wollte es mal wieder erwähnen. Oh. Nein, 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 nein. Ich dachte mir gerade kurz, aber... Ja, wobei... Easy. Plumps. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Okay. Lebenserhaltung ist wieder online. Das ist da oben. Anscheinend nicht nur das.
Wo führt das letzte hin? Da drüben. Damit so. Müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Okay, wir haben sowieso einen Folgenübergang. Dann mache ich das jetzt kurz offscreen. Dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Ergebnis.